Na, Vivasion live aus El Arenal auf Mallorca. So, das sind ja meine Zuschauer der Woche heute. Mehrere Zuschauer. Hi, wo kommst du denn her? Aus Straubing, Deutschland. Aus Straubing? Ja. Wo ist das ungefähr? Nee, von München. Wo ist München? Weißt du es? Ja, in Süddeutschland. Wo kommst du her? Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein, das ist ziemlich nah beieinander. Belgien. Belgien? Ah. Und wo kommst du her? Schleswig-Holstein, Lübeck. Hallo, schönen guten Tag. Berg. Hallo. Wo kommen Sie her? Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Aha. Benutzen Sie das gleiche Tönmittel für die Haare? Ja, die Sonne. Die Sonne. Die Sonne hat das getönt? Ja. Haben Sie sich jetzt erst hier neu eingekleidet oder wo haben Sie diesen drastischen Schick her? Alles von Düsseldorf. Alles von zu Hause. Alles von zu Hause? Alles von zu Hause. Auch diese lächerliche Brille? Auch die lächerliche Brille. So ein teures Stück. Ein teures Stück? Sind Sie mit dem Auto gekommen oder mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad. Auf welchem Campingplatz? Mit einem, ne? Auf welchem Campingplatz wohnen Sie? Hier vorne. Da vorne. Was machen Sie beruflich? Ja, jetzt wollen Sie mich aber auf den Arm nehmen, was? Was? Wir haben mit Blumen zu tun. Mit Blumen? Jawohl. Ah, sind Sie Terroristen? Schön. Nein. Wie heißt das? Floristen. Sind Sie Floristen? Jawohl. Wir gehören zu den Floristen, ja. Haben Sie vielleicht ein Floristenlied mal auf Lager? Was? Nein. Rote Rosen auf Rodders oder weiße Tulpen in Athen oder Tulpen aus Amsterdam? Oder gar eine Rose schenke ich dir? Oder haben Sie eins drauf, ein Liedchen, was Sie gerade mal singen können? Was singen Sie? Wo gehen Sie hier abends immer hin, wenn Sie weggehen? Im Paradies. Sie gehen im Paradies? Jawohl. Im Paradies reingehen? Ja. Gehen Sie auch immer im Paradies? Wir gehen zusammen. Wir gehen zusammen ins Paradies. Ah, danke schön. Jetzt nichts mehr. Tschüss. Oh, im Moment nicht so. Im Moment einen kurzen. Habe ich nicht so drauf. So. Ich muss das ja auch alles. Warum heißt der Hubschrauber Hubschrauber in deutscher Fassung? Ist ganz einfach. In Deutschland heißt es. Es ist einer da, der hupt und einer, der schraubt. In Amerika ist das die Helikopter, weil wir die amerikanische Sprache nicht gewachsen sind. Okay, noch ganz kurz aus Friesen. Zwei Ostfriesen reiten aus. Nach 5 Kilometern stürzen sie. Da sagt der Ostfriese, was machen wir jetzt? Welches Pferd hattest du? Ja, soll ich es nicht nehmen, sagt er. Du nimmst das Pferd, wo ich das Ohr abschlage. Schlage ein Pferd ein Ohr ab. Ja, nach 2 Kilometern weiter. Schlagen das Pferd das zweite Mal das Ohr ab. Du, sagt er, beim dritten Sturz, sagt er, weißt du was, jetzt bin ich es leid. Du nimmst das weiße Pferd und ich das schwarze. Ich kann nicht mehr. Hallo, hier ist Dolly Buster und ihr seht Stefan Raab. Hallo! Vivasion! Wow! Frank Zander! Bürger Lars Dietrich! Marianne Rosenberg! Hi! No! Dirk! Bach! Der DJ Hausmarke und ich! Sag mal was, du reimst hier ohne Ende und hier kriegst du nichts raus? Was soll das? Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. War das schon immer so? Oder haben die erst gesagt, nee, wir machen eine Platte, die sind jetzt schlanke Jungs, irgendwie, die verkaufen also, sich nur dick, irgendwie jetzt stopfen wir sie voll? Vor circa 48 Jahren war ich nicht so. Auf der Straße, nach San Fernando. Oh, hallo Harpe, achso, ne, bist du gar nicht, du klingst so wie Harpe Kerkeling, wenn du so rauskommst und reinkommst. No, I won't be afraid. Ist das echt? Ist das alles echt? Ist das keine Perücke? Nein, das ist keine Perücke, ist alles echt. Er ist die letzte Adi-Sau, das gibt's überhaupt nicht, ne? Ey, das glaubst du nicht, ne? Stefan Raab, he's the best. Hans Meiser. Hans Meiser, der deutsche Seifenoper. Hans Meiser, des Schlager-Crossover. Hans Meiser ist der Hühnerbrust der lyrischen Vereinigung. Hans Meiser, der Tränensack-Unterhaltung. Hans Meiser, des Heavy Metal. Hans Meiser. Und nochmal, der. Hans Meiser. Und ich. Der ist und ich. Stefan Raab. Ja, und?
Kennen Sie Viva TV? Das kenne ich. Viva TV. Ja, ja, kenne ich. Ne? Ich habe Blaupunkt. Da bin ich mit zufrieden, mit dem Stift. Michelle, krieg ich auch ein Autogramm? Ja. Ach, du schon wieder. Hip, hip. Hurra. Hip, hip. Hurra. Ich mache nur noch Volksmusik, weil mir das so gefällt. Denn Volksmusik, das ist für mich das Schönste auf der Welt. Reden ist Schweigen, Silber ist Gold, das kennen Sie ja, ja, ne? Das ist ein altbekanntes Sprichwort. Jawohl. Für das liebe Steffilein, für F.Ü.R. Verlieben, verloren. Du bist gut. Vergessen, verzeihen. Du bist besser. Verdammt war ich glücklich, verdammt war ich breit. In Liebe? Hinten drauf? Ne, vorne. Was sehen Sie da am liebsten bei Viva? Ja, nur Outrun, wenn es kommt. Und wenn ich dann am Singen bin, dann wird mir kalt und heiß. Denn Volksmusik, das ist für mich der allergrößte Scheiß. In Liebe und viel Spaß bei der heutigen ZDF-Hitparade hier im schönen Berlin, das ja bekanntermaßen eine Reise wert sein soll. Halt, komm und gib dir Lohnstrumpf, halt, komm, er sagt, Taxo, Mücke, ja? Mücke, ja? Tak. Darf ich dir mal was fragen? Hau ab, Schwein! Was ist denn das für ein wundervoller Hintern, der da neben an dem Tresen steht? Und der Typ, der da am Hintern noch mit dran ist, hat sich gerade zu mir umgedreht. Und ich lache ihm zu, oh prima, den nehm ich nach Hause mit. Und da lehne ich mich zurück und lass dem Mann den ersten Schritt. Mir geht's so gut, weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Komm noch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin. Weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso gewinn. Weil ich ein Mädchen bin. Und zwar, Sie wissen ja wahrscheinlich, mittlerweile gibt es in Deutschland etwa 5 Millionen Arbeitslose. Ja. Ja. Und jetzt hat der offizielle Ziehungsberechtigte, nachdem er sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Arbeitslose überzeugt hat, trotzdem noch die Aussage getätigt, dass alle Arbeitslose immer noch die gleichen Gewinnchancen haben. Glauben Sie daran? Nee, glaube ich nicht dran. Warum nicht? Ja, einmal ist alles vorbei mit den Arbeitslosen. So viel Geld haben wir ja gar nicht. Nee, so viele kann man gar nicht kaufen, nee, ne? So viel gibt es ja nicht. Ja. Nee. Da sind auch andere ja billiger. Ja, billiger, aber... Halt Rubbellose, die ganze... Ja, wir haben zu viel. Wir werden auch zu viel gefordert. Man muss ja viel zu viel bezahlen. Ja klar, eine Mark, zwei Mark nur, ja, um da mal ein paar Felder aufzurubbeln. Mark. Was sind denn heute 100 Mark? Ist ja nichts mehr. Ja, haben Sie schon mal Arbeitslose gehabt? Nee, bin nur Hausfrau. Also, ja. würden Sie sich denn welche holen, wenn die Gewinnchancen gut stünden? Ja, vielleicht. Schönen guten Tag. Darf ich Sie gerade mal was fragen? Ja, was da noch Tisch? Ja, und zwar... Sie wissen ja wahrscheinlich, es gibt mittlerweile 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland, in etwa. Es können auch ein, zwei mehr sein. Und jetzt hat der offizielle Ziehungsberechtigte, sich, nachdem er sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Arbeitslose überzeugt hat, gesagt, dass immer noch alle Arbeitslose die gleiche Chance hätten. Glauben Sie da noch dran? Nein. Das Problem müsste unsere Regierung lösen und die ist unfähig dazu, sage ich. Meinen Sie nicht, das ist ein Problem der Lotteriegesellschaften auch? Wie der Glücksspiel oder sowas, Lotterie? Oder? Ja. Ja, vielleicht hat zu viele Leute Geld verspielen und meinen, sie könnten aus dem Milieu rauskommen. Ja, das könnte doch sein, ne? Aber bringend würde es nicht. Da sollen sie lieber das Geld brauchen und irgendwie was, wenn man hört, dass welche Tausende verspielen dafür. Haben Sie schon mal Arbeitslose gezogen? Ja. Und, was gewonnen? Moment, Lose gezogen. Was haben Sie mich jetzt gefragt? Nee, Arbeitslose. Da ist irgendwie eine hinterhältige Frage, schätze ich. Nee, was uns interessiert ist, es passiert ja sehr häufig, dass auch Leute auf der Straße von Journalisten auf der Straße angesprochen werden, auf den Arm genommen werden, ja, nicht? So. Und das wollen wir ja vermeiden. Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie mich auf den Arm nehmen wollen. Ja, und es fallen halt immer wieder Leute drauf rein.